Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zur letzten Folge Never Give Up. Genau, wir waren nämlich noch bei einem Level stehen geblieben. Und wenn wir das abgeschlossen haben, haben wir es tatsächlich eigentlich durchgespielt. Dann würden sich zwar andere Welten noch öffnen, aber so viele schaffe ich leider nicht bei dem Spiel. Ich finde das jetzt schon viel zu schwer. Genau, also letztes Level, letzte Folge Never Give Up. Let's go. Das Totenkopf-Level. Hello, I'm almost impressed you. Ey, das ist der Bastard von dem Spiel. Dieser Typ hier ist für alles verantwortlich. Hört sich an wie dieser Kacklautsprecher. Oh, hey, that super annoying megaphone dude. What's your problem, man? Where am I? Ist ja echt so. Ah, you clueless, aren't you? Well, let me introduce you to my grandma, Mrs. Giant Robot Rhino. Was? Okay. Dieser Drecksack ist hier für alles verantwortlich wohl. Jetzt hat er sich auch mal gezeigt und nicht hinter so einem Lautsprecher versteckt. Oh nein. Was soll das denn? What the heck is that thing? Ja, don't speak to my grandma like that! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy shit! Oh! You think you can beat me? This really is a nightmare, stuck in a room with me. Fuck! Oh! Wo müssen wir hin? Da unten hin! Oh, wir haben ihn abgeschossen. GG. Make him stop. I just want this to be over. Ah. Oh, fuck. Oh, okay. Give up now. Your failure is inevitable. Oh Gott, wie schnell. Nein. Nein, seine Base ist wieder ganz. Das gibt's nicht. Nein. Oh, nein. Also, wir dürfen eigentlich so gut wie gar nicht sterben, weil dann ist seine Base wieder ganz. Weil ich sehe es gerade hier rechts. Wenn wir sterben, dann ist seine Base wieder komplett ganz. Also müssen alles überleben. Okay, das erste ist ja relativ einfach, aber das zweite, dieses eine, ist ziemlich, ziemlich schwer, muss ich sagen. Okay, das ging jetzt noch. Nein, nein, Alter. Warum bist du denn nicht gesprungen? Ich habe doch einen Doppelsprung gemacht. Jetzt ist es... Oh, jetzt ist es wieder am Anfang des... Oh, das glaube ich ja wohl nicht. Das ist so fies. Ah ja, übrigens soll ich euch mal sagen, warum ich das immer mit Getting Over It vergleiche. Weil das dort so ist, wenn du es verkackst, dann hast du es verkackt und bist immer ganz unten. Und hier ist es jetzt genau dasselbe. Wow! Du Drecksack! Nein! Oh Mann, es wäre nur noch eine Attacke gewesen. Du blödes Scheißteil, Alter. Okay, ich muss mich eher hier hinten, glaube ich, aufhalten. So habe ich ein bisschen mehr Chancen, diesen Dingern hier auszuweichen, weil ich sehen kann, wo die hingehen. So, okay, das erste haben wir wieder geschafft. Base einmal abgeschossen. So, jetzt ist ein Fenster wieder kaputt. Ich muss alle drei kaputt machen. Aber es wird ja immer heftiger. Jetzt kann ich auch gar nicht so weit nach hinten. Oh mein Gott! Ey, das ist so scheiße, dass es wieder direkt resettet wird alles. Das finde ich richtig asozial jetzt im letzten Level, dass das alles wieder dann zurückgesetzt wird. Das ist richtig scheiße, weil da muss man alles, was man gerade geschafft hat, wieder von vorne anfangen. Das ist doch... Das finde ich doof. Das finde ich scheiße gemacht. Da ist ja nicht mal ein Checkpoint. Wie bei Getting Over It, da ist auch kein Checkpoint. Oh! Einer kam noch. Okay. Oh! Ne, hä? Wieso macht er denn nochmal? Alter! Das ist so assi! Das ist so scheiße, dass er das zweimal machen kann. Okay, manchmal reicht es auch, wenn wir auf so einer Plattform stehen, wo wir drauf gezielt werden, reicht es auch, wenn wir hochspringen manchmal. Okay, erstes war wieder voll easy. Das zweite ist aber schon richtig schwer. Okay. Achtung, er kann es nochmal machen. Das finde ich auch schon wieder richtig übertrieben. Yo, wahrscheinlich bin ich noch hochgesprungen, Alter. Und wieder von vorne. Oh. Schön wieder von vorne machen alles. So, da reicht es eigentlich auch, wenn wir einfach nur hochspringen bei den Dingern. So, erstes Mal wieder geschafft. So, schön Zeit verschwendet wieder. So, jetzt kommen diese Dinger wieder. Da reicht es ja, wie gesagt, wenn wir hochspringen. Oh!
Nein, das machst du nicht. Alter, es ist immer das Letzte. Es ist immer das Letzte, woran ich sterbe. Das ist immer das Gleiche. Jetzt wieder von vorne. Schön wieder von vorne. Alles von vorne. Ja, nee, das habe ich auch nicht gerade eben erst gemacht. Hier haben sie keine Checkpoints eingebaut. Das ist ziemlich assi. So, jetzt haben wir es wieder kaputt gemacht. Jetzt stehen wir wetten wieder beim Letzten. Yo, Alter, beim Zurückziehen. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Mir ist gerade aufgefallen, man kann hier sogar gar nicht Give Up drücken, weil man das Spiel gar nicht durchspielen kann. Das ist halt das letzte Level, das kann man gar nicht aufgeben. Jetzt sterbe ich wieder irgendwie beim ersten. So. Jetzt ist wieder eins von denen kaputt und ich werde wieder bei der letzten Attacke sterben, wetten. Oder direkt wieder bei der ersten, weil er direkt das Overpowerte hier wieder macht. Oh! Wie habe ich das schon wieder überlebt? Er hat eigentlich schon wieder... Okay, es ist... Es wird auch immer schneller, dieses Scheißteil, ne? Oh, wir haben das zweite geschafft. Was? Bear with me. One second. Come on, come on. Concentrate. Konzentrieren. Oh! Nein! Wenn es jetzt wieder kommt. Okay, es ist nicht komplett resettet. Es ist gar nicht resettet worden. Wie geht das denn jetzt auf einmal? Oh mein Gott. Der hat genau gewusst, dass ich da hinspringe. Okay, hier resetten sie es aber nicht. Das finde ich ganz nett von denen. Auf jeden Fall, das ist bei den letzten Dingen nicht resetten. Es ist auch scheiße schwer jetzt geworden. Okay, wir haben doch so eine Art Checkpoint bekommen jetzt. Da bin ich auf jeden Fall hardcore froh drüber. Oh mein Gott, die sind viel zu schwierig, die Dinger. Die sind echt viel zu schwierig. Guck mal, wir haben noch so wenig Platz hier. Wie soll ich denn hier ausweichen? Hier ist viel zu wenig Platz. Da ist zu wenig Platz. Wie soll ich denn da durchkommen? Es ist ja wie so eine ganze Wand, die auf dich zukommt. Es ist wie so eine ganze Wand, die auf dich zukommt. Guck dir das mal an. Wie soll ich hier ausweichen? Es ist unwahrscheinlich. Es geht einfach nur um Glück, dass du nicht in die Richtung fliegst von dieser scheiß Kanone. Wie? Ich bin noch nach vorne gesprungen. Wo soll ich denn hinspringen? Jetzt bin ich auch nach vorne gesprungen. Jetzt habe ich es überlebt. Das ist echt einfach nur ein Zufallsprinzip. Jetzt auch schon wieder. Wo soll ich hingehen? Spiele machen nicht aggro. Ha! Wie habe ich das überlebt? Ja, aber... Ist echt. Alter, wie knapp. Nein! Oh! Oh! Immer diese Attacke. Immer. Immer. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist immer diese Attacke. Das ist so eine Scheißattacke. Die haben sie viel zu overpowered gemacht. Allein schon, wenn ich sehe, wie er diesen Arm ausstreckt für diese Attacke, ich krieg so einen Hals, ne? Jetzt schon. Ich sehe jetzt schon, Alter. Es war so klar, es war so klar. Ich sehe schon direkt am Anfang, wie ich einfach sterbe, weil ich einfach... WTF, warum ist die Kanone direkt zu mir geflogen? Oh mein Gott, diese Kackattacke wieder.
Wie habe ich die überlebt? Komm! Bitte, 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 bitte. Bitte, nein, nein. Oh! Ja! Ja, bitte, komm! GG! Oh mein Gott, ey. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Oh mein Gott. Alles klar, an der Stelle würde ich dann das Video beenden, meine Damen und Herren. Ihr seht schon, jetzt hätten wir weitere Level freigeschaltet, aber das wird sonst zu lang. Wir hätten es theoretisch, in der Theorie haben wir es durchgespielt. Genau. An der Stelle würde ich dann das Video beenden. Vielen Dank für alle, die mit dabei gewesen sind bei den 5 Teilen. Das sind nämlich nur 5 gewesen, aber das gerade eben war ja schon echt schlimm. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns zunächst wieder zu einem neuen Video. Bis dahin und ciao! Hey, I just wanted to say, well, I mean, I know you've been like an instrument of torture for me and for most of this experience, and that's still really, really messed up, but I guess in a way, you got me through all of that. Even the stuff that should have been impossible. And now, thanks to you, I'm free. Nobody will ever push my buttons again. I'm the captain of my own destiny, and the possibilities are endless. I'm bored. You wanna go play with Buzzsaws?